Wir beginnen in Kürze. So, herzlich willkommen zu unserer AutoCAD-Reihe. Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Was gibt es Neues in AutoCAD 2018? Mein Name ist Bernd Gerstenberger. Ich moderiere hier durch dieses Webinar durch. Neben mir sitzen meine Kollegen Carsten und Martin. Und damit Sie uns auch mal sehen, wer wir eigentlich sind, haben wir diesmal eine Slide hinzugefügt, wo man so ein paar Bilderchen von uns sieht. Und sitzen hier alle in München. Und heute haben wir das Thema, was gibt es Neues in AutoCAD 2018? Bevor wir allerdings beginnen, möchte ich jetzt noch durch ein paar Slides durchführen. Ein paar sind sicherlich standardmäßig, wenn Sie schon öfters dabei waren. Ein, zwei sind neu. Also, während des Webinars können Sie Fragen stellen, und zwar im Fragen- oder im Chatfenster. Der Kollege von mir, der jetzt nicht präsentiert, und meine eigene Wenigkeit, werden versuchen, die Fragen dann direkt dort zu beantworten. Zusätzlich wird es am Ende des Webinars noch eine Frage- und Antworteinheit geben. Da können Sie dann auch über die Fragen- und Chatfenster Fragen stellen, aber auch über Audio. Die Präsentation wird aufgezeichnet. Nach Beendigung des Webinars kriegen Sie eine E-Mail zugesendet mit dem Link. Dort haben Sie dann alle Daten zur Verfügung, also erstmal die Aufzeichnung selber, dann auch die PowerPoint und eventuell, wenn wir dann noch Beispieldateien haben, werden die dann auch dabei sein. Nochmal ein Hinweis auf das deutschsprachige Forum. Es gibt natürlich das englischsprachige Forum schon seit sehr, sehr langer Zeit, aber das deutschsprachige Forum gibt es seit Sommer letzten Jahres. Hier oben sehen Sie grün markiert, AutoCAD-Produktfamilie, Deutsch, das also nicht nur AutoCAD, sondern auch die ganzen auf AutoCAD basierenden Anwendungen, AutoCAD Plan 3D, Civil 3D, Map 3D, Architecture, Mechanical etc. Dort können Sie Ihre Fragen stellen und erfahrene Anwender, auch Expert Leads, aber auch Autodesk-Angehörige werden dort Ihre Fragen beantworten. Feedback zum aktuellen oder auch zu vergangenen AutoCAD-Webinars. Sie sehen da unten einen Link. Da können Sie dann draufgehen und da können Sie auch einfach mal auch ein Feedback geben, was Sie für ein Thema Sie auch haben möchten für zukünftige Webinars, falls Ihnen was am Herzen liegt. Ja, das nächste Webinar wird am 18. Mai stattfinden. Das Thema wird noch benannt werden auf der Seite, die Sie schon kennen. Dann haben wir eben noch in der Mitte zwei Links. Beide führen einmal zur YouTube-Seite und der andere eben zu einem Box-Folder, ein Box-Verzeichnis. In beiden Fällen finden Sie Aufzeichnungen zu diesem Webinar. Außerdem finden Sie in dem Box-Folder noch das Skript, die PPT und irgendwelche Beispielzeichnungen. Ich möchte noch ein bisschen Werbung machen für das Beta-Programm, für AutoCAD und AutoCAD LT. Sie sehen rechts unten zwei E-Mail-Adressen, wenn Sie dann daran teilnehmen können für zukünftige Versionen. Also in dem Fall dann irgendwann für die 2019 sich beteiligen wollen und sich das schon vorab ansehen wollen, die Version und Anregungen geben wollen oder auch einfach mal nur prüfen wollen oder einfach Ihrem Feedback geben wollen. Dann verwenden Sie die E-Mail-Adressen hier, damit Sie dann Zugang zu den Beta-Versionen haben, zum Beta-Programm. Ich möchte dann noch auf die Autodesk Knowledge Network-Seite hinweisen, knowledge.autodesk.com. Sie sehen hier oben die ersten zwei Punkte, erste Schritte in Lernen, untersuchen. Das sind irgendwelche Lernprogramme, Videos, die Sie einfach mal durchspielen können. Auf der Download-Seite finden Sie Service Packs, Hotfixes, aber auch zum Beispiel Objekt-Enable, also Zusatzsachen. In der Fehlerbehebung können Sie dann nach irgendwelchen Artikeln zum Beispiel suchen, die wir hier im technischen Support schreiben.
jeden Tag immer ein paar neue. Wir haben jetzt schon sicherlich über 10.000 Artikel live geschaltet. Und der Artikel besteht aus einem Verhalten, einem Issue und einer Lösung dazu. Kurz und knapp gehalten, wesentlich kurz und knapper als ein White Paper ist und speziell für konkrete Fragestellungen. Unten sehen Sie noch weitere Links, die Sie dann verwenden können. Die PowerPoint, wie gesagt, erhalten Sie dann automatisch dann später, wenn das Webinar zu Ende ist, per E-Mail. Zumindest den Link. Dann am 24. Mai findet wieder ein Autodesk Answer Day statt. Und zwar zu den Produkten AutoCAD, Inventor, Fusion, 360 und Eagle. Ja, wir sind dann hier von Autodesk, die haben ziemlich viele technische Spezialisten, den ganzen Tag online im Forum, und zwar in den Sprachen Deutsch und Englisch. Und da wird dann richtig an dem Tag gepusht und können Sie sich einfach beteiligen dran. Schauen Sie an dem Tag einfach dabei. Sie sehen hier noch den Link www.autodesk.sk/answerday. Hier kriegen Sie mehr Informationen, wie Sie sich daran beteiligen können. So, jetzt übergebe ich, also jetzt noch ganz zum Schluss habe ich noch zwei Fragen an Sie. Ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? %, haben gewotet, 88%, 94%, na, schaffen wir die 100% noch? Okay. Nein. Und zwar zu 100%. Ja, willkommen zurück. Wir scheinen irgendwas richtig gemacht zu haben in der Vergangenheit, dass Sie zurückgekehrt sind. So. Dann, welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, Architecture, MEP, so diese Richtung, oder dann Infrastructure-Bereich, Civil, 3D, Map 3D oder irgendwas ganz was anderes. 88%. Na, bleib mal dabei. 94%. So. Und 81%, also fast alle verwenden AutoCAD. 50% AutoCAD LT. 50% sind mehr, sage ich mal, ja, Architecture, MEP, Electrical, Mechanical, Plan 3D, und 13% verwendet etwas anderes. So, jetzt übergebe ich aber, nachdem ich dieses, wo sitzt meine Maus ist verschwunden. Jetzt übergebe ich dann an meinen Kollegen Carsten Sänger, der jetzt mit dem eigentlichen Webinar beginnen wird. Danke. War ich auf Mute. Vielen Dank, Bernd, für die Einführung in das heutige Webinar. Von meiner Seite auch nochmal Hallo und willkommen zurück, muss ich sagen. Zuallererst alle AutoCAD-Neuerungen von AutoCAD werden natürlich auch in den vertikalen Produkten wie Architecture, Civil und Map zu finden sein. Deswegen ist es für alle wahrscheinlich auch sehr interessant, was wir Neues haben. Unsere heutige Agenda wird behandeln einen Überblick über die neuen und verbesserten Features von AutoCAD, Technologie- und Leistungsupdates, und im Backstage Befehle und Systemvariablen werden wir ein paar ansprechen, technischer Support und die dazugehörigen Ressourcen. Ich starte mal gleich mein AutoCAD. Ich hoffe, man kann den Bildschirm sehen. Ja. Zuallererst, das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, wir haben ein neues Fileformat, das Fileformat AutoCAD 2018. Wenn wir hier mal auf Speichern untergehen und die Zeichnung speichern würden, dann wäre das hier zu sehen, AutoCAD 2018 Zeichnung. Diejenigen von Ihnen, die schon mit AutoCAD 2012 und 2013 gearbeitet haben, kennen das. Alle 3 Jahre gibt es ein neues, normalerweise ein neues Fileformat, und dieses Mal hat es von AutoCAD Version 2014 bis dieses Jahr gedauert, bis wir ein neues Fileformat hatten. Wenn Sie mit Kunden oder
Partnern zu tun haben, die noch ein älteres AutoCAD verwenden, sollten Sie dann Ihre Zeichnung dementsprechend in der Version 2013 speichern, dass die dort mitarbeiten können. Ansonsten haben wir sehr viele Verbesserungen in der Performance. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, da wird der sehen Sie dann, wenn wir hier ein paar Präsentationen machen oder Beispiele zeigen und werden jetzt, also es gibt jetzt, fange ich erstmal an mit der Benutzeroberfläche und der Martin Langolf wird dann noch ein paar zusätzliche Sachen dazu sagen. Generell ist es so, dass die Änderungen in der Benutzeroberfläche, Sie sehen es hier in AutoCAD 2018, nicht revolutionär neu sind. Es gibt eher sehr viele kleine Verbesserungen, die es einem erleichtern zu arbeiten. Wenn wir da mal anfangen, zum Beispiel in der Dateinavigation. Wenn ich eine Datei öffne, haben wir ja generell dieses Dateiöffnen-Fenster und wenn ich hier jetzt auf das Änderungsdatum oder nach dem Änderungsdatum sortiere, dann wird das auch beibehalten. Das heißt, wenn ich hier Abbrechen drücke oder wenn ich die Datei das nächste Mal öffne, ist es nach wie vor diese letzte Einstellung gespeichert. Also ich persönlich würde dazu sagen, super, weil das hat mich immer ziemlich genervt, dass ich hier, wenn ich mehrere Dateien hintereinander öffnen möchte oder mal schließen und wieder öffnen muss, dass ich immer wieder diese Änderungseinstellungen oder meine Sortiereinstellungen selber nochmal einstellen musste. Für mich persönlich ist das eine sehr große Erleichterung. Die nächste Neuerung, die wir haben in der Benutzeroberfläche oder den Einstellungen, wäre die Möglichkeit, dieses Fenster hier, das ist so, wie wir es kennen aus den früheren Versionen und wenn wir hier die weiteren Tabs öffnen oder ansehen wollten, mussten wir hier oben hin und her scrollen und dieses Fenster können wir nun skalieren. Das heißt, wir machen es so groß, wie unsere Bildschirmeinstellung es erlaubt oder unsere Bildschirmgröße und dann können wir hier auf alle Tabs zugreifen, was natürlich eine sehr schöne Erleichterung ist. Also das ist die kleinste Einstellung, so wie es sie früher gab. Das Fenster können wir jetzt in der Größe ändern. Eine weitere Neuigkeit betrifft die Eingabe von Farbwerten. Wir haben hier unsere Farben, die wir auswählen können, unsere Standardfarben. Und wenn wir jetzt mehr Farben haben von der True Color Farbpalette zum Beispiel und wir bekommen von einem Kunden oder von irgendwelchen anderen Vorgaben eine bestimmte RGB-Farbe mitgeliefert oder vorgegeben, so können wir jetzt diese RGB-Farbe absolut in den Werten eingeben und können diese dann übernehmen. Ich nehme mal die RGB-Farbe 150, 180 und das ist so ein helles Braun und kann dann diese Farbe direkt einstellen. Eine weitere Neuigkeit in der Benutzeroberfläche ist die Möglichkeit, ich habe es hier schon drin, dass wir in diesem Schnellzugriff-Werkzeugkasten jetzt die Layer drin haben. Das ist jetzt nicht revolutionär, weil diese Layer konnte man früher auch zum Beispiel hier mit der rechten Maustaste klicken und dann sagen, zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen. Dann erschien es da oben genauso. Aber das war sehr vielen Kunden gar nicht bewusst. Und deswegen hat man sich entschieden, hier diese Layer direkt in diese Liste aufzunehmen, was Präsenz der die Möglichkeit sozusagen erweitert. Ich kann jetzt, wenn ich das jetzt natürlich auf zwei verschiedene Arten mache, habe ich es doppelt oben in dieser Leiste drin. Ich muss mich dann für eine Art entscheiden und dann haben wir hier auch die Layer im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Die Systemvariablenüberwachung kennen wir aus Version 2017.
Dort wurde die eingeführt. Der Kurzbefehl ist SysWAR-Überwachung. Und wir kennen das, wenn die Variable geändert ist oder man eine Datei bekommt von einem Kunden oder einem Mitarbeiter und er hat andere Systemvariablen definiert gehabt, dann gab es hier unten rechts so eine Blasenbenachrichtigung, nennt sich das. Und die war dann mitunter schon sehr lästig, wenn man das eben explizit nicht wollte, aber man hat ständig diese Nachricht bekommen. Man konnte die dann auch nicht abstellen und das ist jetzt in 2018 neu. Wir können diese Blasenbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren. Das ist einfach die Möglichkeit, aha, ich weiß es, ich brauche mich nicht nochmal ständig daran erinnert zu werden, dass da eine eventuell irgendwelche Systemvariablen anders sind. Ansonsten hat sich an dem Kommando nichts geändert. Ich kann die Liste bearbeiten, mir hier weitere Systemvariablen hinzufügen oder ich kann auch einzelne Systemvariablen auf den bevorzugten Wert zurückstellen oder alle die ganze Liste auf den bevorzugten Wert zurückstellen. Gut, dann mache ich mal eine erste Beispielzeichnung auf. Und hier haben wir die Möglichkeit, das ist auch eine Kleinigkeit, aber für manche wahrscheinlich auch eine sehr wichtige Kleinigkeit. Generell war es schon immer möglich, in den Optionen, in der Anzeige, bestimmte Farben für bestimmte Modellbereiche, Layouts oder Parallelprojektionen, perspektivische 3D-Projektionen festzulegen und die ganzen Zeichnungselemente, wie hier unten in der Vorschau, gestrichelten Linien, die Lampen, Lichtquellen und so weiter, individuell anzupassen, so wie ich sie gerne habe. Und in diese Liste hier rechts, in dem Benutzeroberflächenelement, ist eine neue Art hinzugekommen und das ist die gestrichelte Linie hier. Die ist im Augenblick auf blau gestellt. Die ist standardmäßig in dieser Zeichnung, ja, oder ich sage es mal so, wenn ich, das ist diese Linie, wenn ich zum Beispiel, Moment, muss ich in das Layout hineingehen, wenn ich diese Linie hier, diesen Text verschiebe, dann habe ich hier eine gestrichelte Linie. Und jetzt bin ich im Layout. Schauen wir, wie das, weil ich gerade gesagt habe, das ist blau. Und Sie werden jetzt bestimmt sagen, das ist ja gar nicht blau. Ich war in den Optionen im 2D-Modellbereich und im Layout sollte sie, Moment, im 2D-Modellbereich ist sie rot. Jetzt, ich darf da nicht durcheinander kommen, weil wir hier, wenn ich dieses Layout aktiviere, ist das, was ich jetzt hier drin habe, ist die Option oder die Einstellung für das Modell. Und wenn ich außerhalb vom Modellbereich bin, zum Beispiel hier jetzt einen M-Text eingebe, dann bin ich im Layout. Das mache ich mal kurz, um das zu zeigen. Also ich gebe jetzt hier mal ein AutoCAD Webinar. So, und wenn ich das jetzt hier schiebe, dann müsste ich hier diese blaue gestrichelte Linie haben. Man sieht das. Wenn jetzt zum Beispiel hier diese Einstellung auf einer sehr, sehr hellen Farbe ist, dann sieht man das sehr schlecht gegen den weißen Hintergrund. Im Modell habe ich die rote Linie. Ich zeige es nochmal, hier die rote Linie und wenn ich hier im Layout mein Modell aktiviere, bin ich auch bei der roten Linie. Also das ist dann zugekommen, die gestrichelte Linie, habe ich die Möglichkeit dort einzustellen und sozusagen meine Visualisierung zu steuern. So, was haben wir noch Neues? Es gibt eine kleine Neuigkeit bei der Selektion außerhalb des Bildschirms. Und zwar war es bisher so,
wenn Sie ein Objekt oder mehrere Objekte selektiert haben. Meistens sind es mehrere Objekte. Zum Beispiel diese Zeichnung, sie ist relativ groß und ich bin in einem sehr starken Zoom. Ich schiebe das mal zur Seite, das stört mich. So. Und ich habe angefangen hier zu selektieren. Dann war es bisher so, wenn ich diese Selektion jetzt mit mittlerer Maustaste so weit verschiebe, dass sie aus dem Bildschirm herausgeht, dann war es bisher so, dass diese Selektion deaktiviert wurde, gar nichts passierte. Und diese Selektion ist jetzt weiterhin aktiv. Ich kann jetzt zoomen und verschieben und mir dann quasi ohne jetzt weit herauszoomen zu müssen, mir Elemente auswählen. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann sieht man, aha, alles wurde ausgewählt. Ist wahrscheinlich gerade eben für Zeichnungen, bei denen man nicht immer heraus und reinzoomen möchte, sehr wichtig, wenn man in einem starken Zoom-Bereich ist, dass man dann in der Lage ist, den Bildschirm so weit oder die Zeichnung so weit hin und her zu schieben, dass die Selektion nicht verschwindet oder deaktiviert wird, wenn man den Bildschirm verlässt. Die Variable dafür, die sage ich Ihnen auch gleich, das ist die Selection Offset Screen und die wird auf 1 gestellt. Wenn Sie den Wert auf 0 stellen, dann haben Sie die alte Selektionsmethode, was eventuell nötig sein wird, wenn Sie Lisp-Routinen verwenden oder Makros, dass Sie das wieder auf 0 stellen. Nur als kleiner Tipp nebenher. Wechsel mal zurück. Aus vorhandenen oder vorherigen Versionen kennen wir die Möglichkeit, dass wir bei Linientypen jetzt auf eine Lücke, hier oben, auf eine Lücke selektieren und ansnappen konnten und auch diese auswählen konnten. Das war früher, ich glaube, eine Neuerung in Version 2017. Aber diese Auswahl auf die Lücke hat nicht funktioniert, wenn diese komplexen Linientypen verwendet wurden. Und das hat man jetzt noch hinzugefügt. Die Auswahl auf die Lücke funktioniert jetzt auch auf komplexe Linientypen, wie das hier. Ich kann das mal demonstrieren. Wenn ich hier eine Lücke nehme, ich habe meinen Fangpunkt auf nächsten Punkt gestellt, damit ich überall fangen kann. Und jetzt sieht man schon, dass der Fangpunkt hier auch auf diese Lücke in der Linie fängt und somit kann ich hier ohne Probleme eine neue Linie ansetzen, auch wenn die auf der Lücke basiert. Das funktioniert jetzt eben, wie gesagt, mit den komplexen Linientypen, aber auch mit den Linientypen, die zum Beispiel aus DGN-Zeichnungen importiert wurden. Die Systemvariable dafür lautet Line Type Gap Selection und steht auf 1. Und wenn ich das wieder ausschalten möchte, aus irgendwelchen Gründen, können wir das auch auf 0 stellen. Unser nächstes Thema, da muss ich aus dem Kommando rausgehen, ist die Verbesserungen bei den PDF-Dateien. Wir hatten ja in der Version 2017 die Möglichkeit, PDF-Dateien jetzt anzuhängen, über Einfügen, PDF importieren. Ich mache das nochmal eben, damit die Funktion jedem wieder geläufig ist. Ich wähle hier mein PDF aus und komme dann in mein Menü zum Importieren des PDFs. Ich nehme mal da das zweite Layout. Kann hier meinen Einfügepunkt bestimmen am Bildschirm. Den möchte ich, ja, ich bestimme ihn mal am Bildschirm. Die anderen Optionen lasse ich mal auf Vorgabe. Ich habe hier meine Optionen. Nur als Erinnerung, Optionen, ich kann die
PDF-Dateien oder Daten werden als Underlay importiert und kommen quasi in einen bestimmten Speicherort, den ich hier angeben kann. Wenn nichts angegeben ist, kein Pfad für diese PDF-Dateien, dann wird das in dieselben Ordner gespielt wie die DWG, wo die DWG liegt. Also, dann bringe ich das PDF mal rein. Mein Einfügepunkt soll sein 0.0. Der konvertiert jetzt die PDF-Geometrien in AutoCAD-Objekte und warten wir das mal kurz ab, damit wir das Ergebnis sehen. Und konvertiert gleichzeitig die gefundenen Schriften in M-Text, so wie dieses Objekt. Wir sehen, das ist ein M-Text-Objekt hier oben. Und das Problem war, dass wenn SHX-Schriften verwendet wurden, diese, wie diese hier, hier ist das Beispiel, wurden diese SAX-Schriften in Punkte oder in Linien oder Polygone verwandelt. Wir sehen das hier, das sind jetzt einfach, man sieht zwar, es ist eine Schrift, aber eigentlich sind das Polylinien, die die Schrift abbilden. Und hier hat man jetzt, das ist jetzt die eigentliche Neuerung beim PDF-Import, eine neue Funktion eingefügt und die heißt hier SAX-Test erkennen mit Erkennungseinstellungen und eventuell Text kombinieren zu einem M-Text. Ich spiele das mal durch. Ich gehe mal auf den SHX-Text und wähle hier den ganzen Block aus, den ich gerne erkannt haben möchte. Und hier gehe ich kurz auf die Einstellungen, um Ihnen die mal zu zeigen. Und wenn wir die Einstellungen uns anschauen, was können wir da tun? Wir haben hier voreingestellte SAX-Schriften, gegen die verglichen wird. Und diese Schriften kann ich entweder noch zusätzliche hinzufügen oder auch entfernen. Und es wird quasi versucht, über eine Art Mustererkennung zu sehen, welche Schrift wird hier verwendet und wie soll die Schrift umgewandelt werden. Ich kann dann die Schrift entweder auf dem aktuellen Layer belassen, wie die Schriftobjekte oder Linienobjekte hier sind, oder ich kann den aktuellen Layer, die eingestellten Schriften oder denselben Layer wie die Geometrie haben. Ich kann aber auch sagen, verwenden Sie den am besten übereinstimmenden Schrift, dann wird das Programm mehrere Schriften vergleichen und schauen, welche passt denn am besten zu meinen Texten. Also entweder weiß ich, in welchem SAX-Font ich hier gearbeitet habe oder welcher das ist, und dann könnte ich jetzt sagen, ich nehme diesen hier noch dazu, zum Beispiel diesen Bold, dann könnte ich hier noch anklicken und sage, es soll die beste übereinstimmende Schrift finden. Ich kann hier unten die Schrift noch anklicken, nur als Hinweis, die Schriftvoransicht, damit man sagen kann, oh, okay, das ist er auf keinen Fall, das brauche ich jetzt gar nicht anklicken, oder dieser hier, das wird nicht meine Schrift sein. Deswegen geben wir das mal hier ein. Jetzt haben wir nochmal die Objekte, die sind noch angewählt, ich bestätige mit Enter, und jetzt sehen wir unten, dass die Gruppen oder die Objekte unten verarbeitet werden. Jetzt schauen wir mal, wie viel er davon erkennen wird. Ja, es dauert schon ein ganz schönes Stück, dass er die hier alle Schriften vergleicht und umwandelt. Es könnte aber auch an meinem Rechner liegen. Na, jetzt geht es weiter. Gut, ich bekomme das Protokoll davon. Es wurden 25 Textobjekte erstellt. Davon wurden zwei Schriften verwendet, nämlich die Simplex und die Roman S. Und alles wurde konvertiert. Also es gab quasi bei allem eine Übereinstimmung. Und jetzt habe ich hier ein M-Textobjekt für jedes ausgewählte Objekt. Was jetzt natürlich nicht so schön ist, ich habe hier einen M-Text und hier einen M-Text und diesen könnte man jetzt mit dem neuen Befehl
Text kombinieren in ein zusammengefügtes mText-Objekt verwandeln. Und so kann ich dann durch meinen importierten PDF-Dateien gehen und diese Schriften dann noch zusätzlich ändern. Noch ein kleiner Hinweis, dieses Text kombinieren ist eigentlich, kommt das aus den Express-Tools und wurde in das Hauptprogramm übernommen. In den Express-Tools heißt dieser Befehl Text-to-mText. Das wird wahrscheinlich hauptsächlich die AutoCAD-LT-User freuen, weil es dort keinen Zugriff auf die Express-Tools gibt. Deswegen haben wir hier einen wirklichen Funktionszuwachs. Gut, an der Stelle übergebe ich an meinen Kollegen Martin, der weitermacht mit dem Thema Text kombinieren, habe ich gerade gemacht, mit dem Thema, hoppala, XRefs, genau. Ich glaube, das sagt er Ihnen am besten selber. Vielen Dank. Danke, Carsten. Ja, dann würde ich gerne ganz kurz auf die ganzen Erweiterungen oder Verbesserungen, die jetzt für die externen Referenzen gemacht worden sind, eingehen. Also als allererstens, es war schon immer ein bisschen schwierig oder ich würde auch sagen ein bisschen problematisch wahrscheinlich, um Dateien auszutauschen mit anderen Büros, die externe Referenzen enthalten. Viele davon sind auch Dateien, die jetzt möglicherweise auch kodierte Pfade hatten, beziehungsweise entladenen Status oder auch nicht gefundenen und so weiter. Und es war immer eine kleine Herausforderung, das in der Vergangenheit neu zu referenzieren, wenn man jetzt auch die externen DWGs bearbeiten möchte. Also zunächst haben wir auch eine neue Systemvariable dazu bekommen, die heißt RefPathType. Und zwar ermöglicht uns diese Systemvariable, was vorher nicht möglich war. Ich gebe es mal ganz kurz ein. Und wenn diese Variable auf die Einstellung 1 gesetzt ist, ermöglicht es uns, ohne dass wir wenn wir eine neue Zeichnung starten, ohne dass wir diese abspeichern müssen, die Referenzierung mit einem relativen Pfad direkt in einer ungespeicherten Zeichnung durchzuführen. Und zwar sehen Sie hier auf dem Pfadtyp, der ist auf relativ gesetzt, was in vergangenen Versionen leider noch nicht möglich war. Die war immer auf absolut, außer man speichert die Zeichnung zuerst. Und sobald ich das mache und meinen Einfügepunkt eingebe, sehen Sie hier, dass der Pfadtyp zwar in einem absoluten Format dargestellt wird, aber ich weiß nicht, ob das gut zu erkennen ist, möglicherweise ein bisschen schwer durch das Webinar, ist hier so ein kleines Asterix davor, also so ein kleiner Stern. Und hier drunter auch sieht man in den Details, dass es ein ausstehender relativer Pfad ist. Sobald ich also so eine Zeichnung speichere, wird der Pfad automatisch in einen relativen Pfad konvertiert, was ganz nützlich ist, wenn man eine neue Zeichnung beginnt und sofort ein paar XRefs hinzufügen möchte. Gehen wir allerdings jetzt noch mal ganz kurz zurück. Also wie gesagt, ein paar von diesen Erweiterungen ist, wenn ich also eine Zeichnung öffne und ich habe jetzt zum Beispiel referenzierte DWGs, die ich bearbeiten müsste, allerdings in einem nicht gefundenen Status, dann kann ich ganz leicht über die Funktion neuen Pfad auswählen, meinen neuen Speicherort angeben. Also wenn Sie zum Beispiel ein eTransmit haben, können Sie direkt aus dem eTransmit oder so einen Datensatz die entsprechende DWG raussuchen und die einmal reinladen. Und was auch sehr nützlich ist, Sie werden mit so einer Dialogbox präsentiert, die Ihnen sofort den Hinweis gibt, dass dort weitere Referenzierungen in diesem Pfad zu finden sind, die auch in der DWG vorhanden sind und ob Sie auch diese gleiche Einstellung verwenden möchten. Wenn Sie das mit Ja bestätigen, dann werden alle
in diesen Pfad gefundenen Referenzdateien automatisch geladen. Also Sie sehen auch hier unten, der Pfad wurde schon sofort aktualisiert. Und so kann man ganz leicht mehrere solche Referenzen, die entladen worden sind, aktualisieren und den neuen Speicherort angeben. Was noch eine hilfreiche Funktion ist, ist, wenn man die Such- und Ersetzen-Funktion verwendet, um zum Beispiel weitere Referenzdateien in einen neuen Pfad, also den Pfad komplett neu anzugeben. Und wenn Sie hier den Pfad, also leider sieht man in dieser Dialog keine DWGs oder ähnliche Daten, allerdings ist es eigentlich nur, um den Pfad neu anzuwählen. Und wenn Sie hier den neuen Pfad angeben, können Sie alle Ersetzen durch sofort die Aktualisierung machen und Sie werden auch mit so einer Dialogbox präsentiert, die Ihnen sagt, wie viele Referenzen ersetzt worden sind. Leider habe ich jetzt nur eine angewählt, aber ich mache das Ganze nochmal mit ein paar mehr und wähle ebenfalls die Such- und Ersetzen-Funktion. Also wenn Sie die Steuerung-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Referenzen anwählen und mit dem gleichen Verfahren den neuen Pfad, wo diese Dateien zu finden sind, angeben und alle ersetzen durch. Und hier ebenfalls sehen Sie jetzt, dass zwei dieser Referenzen auch aktualisiert wurden. Also, dass die in dem Pfad gefunden worden sind und erfolgreich reingeladen. Eine andere Möglichkeit ist es auch natürlich, den Pfad jetzt manuell zu ändern, indem Sie einfach so eine Referenz eingeben und sagen, Pfad zum Beispiel in relativ konvertieren und so weiter. Also absolut ist hier ausgegraut, da ist schon durch die Variable, die wir gesetzt haben, in einen relativen Pfad sozusagen automatisch konvertiert wird. Ich müsste es allerdings abspeichern, aber im Falle, dass man es noch händisch machen möchte, kann man das auch tun, indem man einfach diese Pfadtyp-Funktion verwendet und den Pfad in relativ setzt oder sogar komplett entfernt. Eine weitere hilfreiche Erweiterung in diesen ganzen Features ist, wenn ich jetzt ein Speichern unter durchführe und zum Beispiel diese DWG in einen anderen Ordner ablege, zum Beispiel auf meinen Desktop, und ich speichere diese Zeichnung. Jetzt hat das leider nicht gemacht. Machen wir das mal ganz kurz, also dass ich das in relativ setze. Also Sie sehen, der Pfad wird hier auch automatisch konvertiert und ich mache das jetzt nochmal. Das war leider ein kleiner Vorführeffekt. Nehmen wir zum Beispiel mal Dokumente. Und wenn ich die Zeichnung jetzt da abspeichere, werde ich mit so einer Warnung präsentiert. Oh, Entschuldigung, da war wahrscheinlich Schreibschutz drin. Also ich speichere das mal auf C, da sollte ich Schreibrechte haben. Und ja, also das ist die Dialogsbox, die jetzt präsentiert wird und Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie relative Pfade in den Referenzen haben und ob Sie diese Pfade auch dementsprechend aktualisieren möchten. Wenn Sie in einen neuen Ordner oder ein neues Verzeichnis diese Datei ablegen. Also ich bestätige das in diesem Beispiel. Also ich sollte mal meine Adminrechte prüfen. Aber ja, also es soll auf jeden Fall alle relativen Pfade dann direkt auch nochmal aktualisieren, wenn Sie das in einem anderen Verzeichnis ablegen, diese DWG. Das können Sie auch natürlich, also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein paar dieser Referenzen zum Beispiel umbenennen, können Sie die Umbenennfunktion verwenden. Und unter Blöcke findet man eigentlich auch diese ganzen Bezeichnungen für die XREFs.
Und wenn wir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, die MapGrid DWG oder Referenz umbenennen möchten in zum Beispiel einfach nur Grid, kann ich das über diese Umbenennfunktion machen. Und zwar aktualisiere ich das, speichere das ab und ich sehe dann auch hier drunter direkt, dass der Name aktualisiert wurde. Also es ist jetzt leider, dass es kein relativer Pfad war, auch wieder in diesen entladenen Status gewesen. Aber nehmen wir mal eine andere, die jetzt einen relativen Pfad hat, wie zum Beispiel das hier, Map Palkus. Und benennen die mal um. Dann sehen Sie, dass die Referenz hier umbenannt worden ist und ohne dass die entladen oder nicht zugeordnet ist, der Status wird nicht geändert. Also der eigentliche DWG-Name, der wird auch nicht beeinflusst dadurch. Es handelt sich nur um eine Änderung, die jetzt in dieser Zeichnung gespeichert wird oder geändert wird, beziehungsweise. Die weiteren Funktionen, die wir noch haben, also so wie Carsten das schon angesprochen hat, haben wir auch zusätzliche Features bekommen in den Design Views. Also wer mit A360 arbeitet, der ist wahrscheinlich mit dieser Funktion vertraut. Wer damit noch nicht so vertraut ist, also Sie können jetzt auch Design Views sozusagen publizieren über die A360 Plattform. Das kann man hier zum Beispiel unter dem A360 Menü finden, dass man die Konstruktionsansicht freigibt. Und wenn Sie diese Funktion einsetzen, müssen Sie sich einmal in A360 anmelden. Und Sie können also das Ganze über den Browser publizieren und anzeigen lassen, beziehungsweise eine Benachrichtigung, also im Hintergrund publizieren und dann benachrichtigt werden, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Also ich würde diese Option hier einmal verwenden. Und schon sollte also mein Design View oder meine ganze Zeichnung, die ich hier habe, auch hochgeladen werden über A360. Okay. Also dieses Dialog ist wahrscheinlich etwas anderes. Da waren ein paar Updates, sobald ich mich angemeldet habe. Also Sie sehen auch hier in der Befehlszeile jetzt zum Beispiel, dass der Vorgang gestartet worden ist und ich dann auch dementsprechend per E-Mail benachrichtigt werde, sobald er abgeschlossen ist. Also mit den Design Views, die können Sie, wie gesagt, über die A360-Plattform mit externen Kunden beziehungsweise auch Partnern, mit denen Sie zusammenarbeiten an diesem Plan, das Ganze teilen, freigeben und das Ganze benachrichtigen. Also sich benachrichtigen lassen und die Informationen untereinander austauschen. Weitere Erweiterung, also wie Carsten schon ganz am Anfang erwähnt hat, wurde das DWG-Dateiformat aktualisiert, was also durch diese Erweiterung von dem DWG-Dateiformat konnten sehr viele also Performance-Verbesserungen erzielt werden, also hauptsächlich 2D und 3D. Das kann ich gleich mal hier vormachen und ihm ein kleines Demo geben anschließend. Also diese Aktualisierung, die ermöglichen es einfach, die Stabilität zu verbessern, die Speicherunterfunktionen und wie gesagt, also die 2D-3D-Performance noch einmal zu verbessern. Also eins der meiner Meinung nach besten Erweiterungen, die hier geschehen sind, ist also in den vorherigen Versionen war es wahrscheinlich ein bisschen deutlicher zu sehen, der Wechsel in einen realistischen 3D-Ansichtsstil zum Beispiel. Also wie Sie sehen, das passiert hier ziemlich schnell, indem ich einfach den Stil ändere,
geht er sofort dahin und ich kann auch zum Beispiel sehen, dass die 3D-Orbit-Funktion und so weiter bei so einem etwas komplexeren 3D-Modell sehr viel besser geworden ist. Also es ist recht flüssig, meiner Meinung nach. Und das kann man auch dann mit anderen Modellen austesten und gucken, was die Unterschiede sind im Vergleich zu den vorherigen Release. Eins noch ganz kurz erwähnt, also damit Sie Zeichnungen durch diese ganzen Erweiterungen in den DWG-Dateiformat mit den vorherigen Versionen austauschen können, sollten Sie natürlich, also wenn zum Beispiel ein anderes Büro, mit dem Sie zusammenarbeiten, noch nicht auf der 18er Version ist, natürlich die Zeichnung rückwärts speichern. Das kann man am besten hier in den Optionen einstellen, dass das Standardspeicher unter Dateiformat auf zum Beispiel 2013 festgelegt wird. Wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der auf einem AutoCAD-Release ist, was nur das 2013 DWG-Format und die vorherigen lesen kann, dann können Sie hier zum Beispiel direkt festlegen, dass Sie im 2013er DWG-Dateiformat speichern möchten. Oder sogar älter, wenn es sich um ältere Versionen handelt. Und die weiteren Features, also so wie Carsten das auch schon erwähnt hat, 4K-Auflösung und so weiter, also in dem 18er Release wurden die noch weiter ausgebessert. Also es wurden tatsächlich fast alle Dialogboxen, also hauptsächlich Dialogboxen, wie wir hier sehen, zum Beispiel Manager für Planungs- und Referenzen, sowie auch jetzt unter anderem COAX-Dialogbox, also die ABI. Dialogbox, was in den 17er Version noch nicht ganz ausgereift war, wurden auch alle überarbeitet und verbessert. Das heißt, es ist auch der Text und die ganzen Icons sehr viel besser zu erkennen, wenn Sie mit einem 4K-Monitor arbeiten. Also das wäre eigentlich soweit alles von meinem Ende. Also ja, ganz kurz noch zu dem App Store. Also der App Store wurde jetzt auch noch ausgebessert. Sie finden auch direkt ein kleines Icon hier oben, damit Sie in den App Store gelangen und zum Beispiel kleine Add-ons für AutoCAD schnell finden können. Es gibt natürlich freie und also Add-ons von anderen Anbietern, die sowas bereitstellen, um die Funktionen in AutoCAD zu erweitern. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz in Design Feeds. Also ich würde meinen, das sollte eigentlich schon da sein. Ich habe noch keine Benachrichtigung gesehen. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, dann machen wir das mal ein bisschen anders. Ich gehe mal direkt aus AutoCAD dahin. Also leider war ich in meinem Office noch nicht angemeldet, darum sieht man das nicht. Also eigentlich müsste ich die direkt in A360 jetzt finden. Unter Publizieren kann ich auch meine Konstruktionsansichten einmal freigeben. Ich verwende mal diese Option. Sorry. So, jetzt sieht man auch, dass der Viewer dann direkt im Browser geöffnet wird. Also es ist leider ein bisschen langsam wahrscheinlich auch durch die GoToMeeting, dass die Auslastung am Internet ein bisschen hoch ist. Ah ja, sobald mein View sozusagen... Ich schaue dann noch mal rein in die DWG. Also vorhin hat es noch geklappt, wo ich es noch am Platz getestet habe. Also ich weiß jetzt auch leider nicht, warum das momentan nicht funktioniert. Aber ich probiere das auf jeden Fall noch aus.
Aber es sollte auf jeden Fall gehen. Ja, also das wäre es soweit von mir. Vielen Dank. Dann gebe ich mal an Bernd weiter. So, ja, erstmal danke euch beiden. Danke Carsten, danke Martin für die Präsentation. Und ja, da gibt es jetzt noch einen Poll. Sehen wir noch nicht? Okay. Ich bin schon präsenter. Jetzt hat es ein bisschen gedauert. Okay, also. Jetzt gibt es noch eine letzte Frage. Ich denke mal, ich weiß schon das Ergebnis. Haben Sie heute was gelernt? Was Neues? Also eigentlich müssten ja jetzt alle Ja drücken. Aber ich kann dich beruhigen. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Wie kann das denn sein? Das sind wahrscheinlich die Beta-Programm-Teilnehmer, das können wir vorstellen. Ja, vielleicht, das kann gut sein. Das kann sein, ja. Also 78% haben gewonnen, manche haben gedacht, die Frage ist mir zu dämlich, die will ich jetzt nicht beantworten. Aber es gibt tatsächlich 7%, die sagen, nein, ich habe nichts Neues gelernt. Das sind die Leute, die wahrscheinlich im Beta teilgenommen haben, bin mir jetzt ziemlich sicher. Okay. Dann also erstmal auch noch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie alle dabei waren und würde uns freuen, wenn Sie dann wieder im Mai beim nächsten Webinar doch dabei sind. Wie gesagt, am 24. Mai ist ja auch dann da Autodesk Answer Day im Forum, auch zum Produkt AutoCAD, unter anderem auch andere Produkte wie Inventor, Revit etc. wird auch behandelt. Wenn Sie noch Fragen an uns haben, dann zum Beispiel irgendwelche Fragen grundsätzlich oder Ideen für neue Themen von zukünftigen Webinaren, dann verwenden Sie eben den hier genannten Link http://auto.de.sk /autocad-iq-feedback. Sie können natürlich auch direkt die E-Mail-Adresse da unten verwenden, schreiben Sie dann im Betreff einfach rein Build Your AutoCAD IQ hinein und dann legen Sie einfach los. Ja, vielen Dank erstmal. Wir haben jetzt noch eine Fragen-Antwort-Runde. Wenn Sie jetzt noch Fragen hätten, das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Hört ihr mich noch? Gut, ich bin nicht gerade auf ein Knöpfchen gekommen von meinem Headset. Schauen wir mal kurz nach. Eine Frage haben wir hier noch. Moment. Vielen Dank, ja, auch vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben, Herr Schwang. Ja, dann sind wir diesmal fertig. Wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, wiederhören. Alles auch für AutoCAD LTE, ja, das ist eigentlich auch alles für AutoCAD LTE, kam noch kurz die Frage. Die ganzen neuen Features, Xref etc., alles für AutoCAD LTE, wie wir auch gesehen haben. Diese eine Funktion, die früher mit Express-Tools nur zur Verfügung stand, die ist jetzt integriert und steht dann jetzt auch AutoCAD LTE zur Verfügung. Ist auf die 3D-Performance natürlich. Ja, gut. Aber das ist ja also eher der technische Hintergrund und weniger so. Also keine Funktion, sondern einfach nur, so ist dann Arbeit. Okay, Dankeschön allen und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.